Superstars gewinnen dir Meisterschaften und prinzipiell gilt, je mehr davon du im Team hast, desto besser. Nicht immer, aber oft, es gibt Ausnahmen, aber wie gut Teams in der Spitze aufgestellt sind, hat in der Vergangenheit oft zum überwiegenden Teil beeinflusst, wie weit Teams gerade in den Playoffs gekommen sind. In einem 5 gegen 5 Sport wie Basketball ist es ein riesiges Plus, einen elitären Spieler zu haben und es ist noch ein viel, viel größeres Plus, zwei davon zu haben. Heute soll es mal um die besten Superstar-Duos der NBA gehen, ein ganz cooles Thema in meinen Augen nach dem Damian Lillard-Trade zu den Bucks letzte Woche. Dort wurde nämlich eines dieser Duos gebildet, als Milwaukee dem Greek Freak Giannis Antetokounmpo den besten Mitspieler seiner Karriere an die Seite stellte. Wenn es darum geht, die besten Duos der NBA zu ranken, reden wir nicht nur von der In-Rank-Qualität beider Akteure im Vakuum. Also, wie gut ist der eine und wie gut ist der andere und das beste Duo ist dann das mit den beiden besten genannten Spielern. Es geht hier um eine ganze Reihe von Faktoren, Availability und Verletzungsanfälligkeit ist natürlich ein großes Thema, also wie viel sehen wir die beiden noch actually zusammen spielen, aber vor allem natürlich auch, wie die beiden Stars zusammenpassen, wie der Fit zwischen den beiden ist. Kann man sie zusammen auf dem Parkett isolieren und aus diesem 5 gegen 5 ein 2 gegen 2 machen? Wie unaufhaltsam ist ihr Two-Man-Game? Wie kompatibel sind sie und ihre jeweilige Position / Rolle miteinander? Oder ist es eher eine Ich bin dran, du bist wieder dran und dann bin ich wieder dran Offensive, was natürlich viel schlechter ist als dieses Miteinander? Ich habe mir das ganz mal überlegt und möchte euch heute mal meine 5 besten Duos der NBA vorstellen, davor aber kurz zu ein paar 2 gespannt, die es nicht reingeschafft haben. Luka Doncic und Kyrie Irving sollten in der Theorie eigentlich eine unaufhaltsame Offensive anführen, aber auf dem Parkett hat es nicht so wirklich gut funktioniert bisher. Bei den beiden war es nämlich dieses Ich bin dran, du bist dran, beide zusammen waren so gut wie nie gleichzeitig beteiligt und das ist ein großes Problem gewesen. Beide brauchen den Ball in ihren Händen, beide sind nicht so wirklich bereit in ihrer Spielweise überhaupt etwas zu ändern und beide können nicht besonders gut verteidigen, von daher war Top 5 für überhaupt kein Thema. Ähnliches gilt für James Harden und Joel Embiid, wir wissen ja nicht mal, ob wir die beiden überhaupt jemals nochmal an einer Seite zusammen spielen sehen. Jason Tatum und Jaylen Brown haben es ebenfalls nicht reingeschafft, denn auch bei ihnen ist es viel, ich bin dran, dann bist du wieder dran, dann bin ich wieder dran und einer von ihnen ist in Anführungszeichen auch nur ein Borderline Top 30 NBA-Spieler. Bei Kawhi Leonard und Paul George musste ich persönlich lange überlegen, aber gleiches Thema, die Kompatibilität ist nicht so wirklich da, plus wann sehen wir diese beiden denn überhaupt mal zusammen auf dem Parkett, in den Playoffs praktisch gar nicht. Bleiben also noch 5 Duos in meinen Augen und auf Platz 5 habe ich mich für Jimmy Butler und Bam Adebayo entschieden. Ein Top 10 und Top 25 Spieler, ein Wing und ein Big, was immer eine sehr gute Kombi bei solchen Duos ist. Die beiden harmonieren perfekt miteinander, der eine ist ein elitärer Pick'n'Roll Ballhändler, der andere ist ein elitärer Pick'n'Roll Screener und Roller. Das ist mir bei Duos immer super wichtig, können die beiden Pick'n'Roll miteinander laufen, den mittlerweile am häufigsten frequentierten Spielzug in der gesamten NBA. Und das Screen'n'Roll der beiden ist eines der besten in der Liga, weil Defense es nicht wirklich viel dagegen machen können. Es kommt aber noch besser, Eric Spoelstra packt in den Playoffs immer wieder seine neue Geheimwaffe aus, und zwar drehte er diesen Spieß um. Dabei raus kam das sogenannte Inverted Pick'n'Roll, bei dem die Rollen umgetauscht sind. Dann hat nämlich Bam den Ball, während Jimmy den Ballscreen stellt, die Bucks wurden davon beispielsweise komplett kalt erwischt, gegen Denver hatte man Erfolg und Miami gewann mehrere Playoff-Games dadurch in der Crunch-Time. Aber es ist noch so viel mehr, wir reden hier über Dribble Handoffs, Off-Ball-Screens, Transition-Play und wir haben bei diesem Duo auch einen der besten defensiven Wings und einen der absolut besten defensiven Bigs der NBA. Plus, wir haben auch gesehen, dass dieses Duo Erfolg haben kann, 3 Conference Finals in 4 Jahren, 2-mal der Trip zu den NBA Finals, das spricht Bände. Also, die beiden müssen hier in die Top 5 rein, aber höher kann ich dann doch nicht gehen, ich konnte sie nicht ganz über LeBron James und Anthony Davis stellen. Davis rankt bei mir als der 10-beste Spieler auf dem Planeten, erst gestern kam ein sehr ausführliches Video nur zu ihm und LeBron steht mittlerweile auf Platz 14. Die beiden bringen alles mit, sie haben als eines von 2 Duos in diesem Ranking bereits einen Titel zusammengeholt, sie haben Erfahrungen, sind jeder für sich elitär und das Wichtigste, sie harmonieren perfekt zusammen. Es gibt kaum 2 Basketballspieler, die kompatibler miteinander sind und eine bessere Chemie haben. Ihr Pick'n'Roll und ihre Dribble Handoffs sind kaum zu verteidigen, sie machen unfassbar Bock im Open Court und sie haben dieses blinde Verständnis, wo der andere gerade ist, was der andere vorhat und denkt, die Chemie, die nur 2 extrem basketballintelligente Spieler haben können, die schon ewig so zusammenspielen.
Die beiden gehen in ein paar Wochen in ihr fünftes gemeinsames Jahr. Sie haben schon wahnsinnig viele Schlachten geschlagen und haben dieses blinde Vertrauen zueinander, was einfach Zeit braucht, um sich so zu entwickeln und zu festigen. Auch wenn keiner von ihnen an und für sich ein Top-9-Spieler in der NBA ist und jedes andere Duo in diesem Ranking so einen Spieler hat, mindestens einen davon sogar genauer gesagt, landen sie auf Platz 4 aufgrund von einer ganzen Reihe von anderen Faktoren. Kommen wir also zur Top 3 und auf Platz 3 habe ich mich für Kevin Durant und Devin Booker entschieden, der 5. beste Spieler auf dem Planeten und der 9. beste, das einzige Duo in der NBA mit in meinen Augen 2 Top 10 Spielern, was komplett wild ist. Booker und Durant sind das beste Scoring-Duo in der gesamten Liga, das hat man letzte Saison in den Playoffs gesehen. Bei den beiden ist so vor allem ihre jeweilige individuelle Qualität und dass sie beide zu den besten offensiven Spielern im Game gehören. Sicherlich können die Suns eine Menge Stuff laufen, an denen beide direkt beteiligt sind, aber speziell Two-Man-Game sehen wir eher selten von ihnen. Trotzdem sind sie ein tödliches Duo, einer kreiert einen Vorteil, der andere Kapital draufschlagen, beide profitieren von der Gravity des jeweils anderen, beide machen sich besser, wenn sie auf dem Parkett stehen zur gleichen Zeit. Und Phoenix hat dank diesem Duo den irren Luxus, zu jeder Zeit einen Top-10-Spieler auf dem Feld zu haben und das kann kein anderes Team, außer sie lassen ihren jeweiligen Superstar 48 Minuten lang durchspielen. Das bringt uns zu den ersten beiden Plätzen in diesem Ranking und da habe ich mich extrem schwer getan. Denn eines dieser Duos hat die besseren Spieler im Vakuum und das andere hat gerade erst eine Championship geholt. Giannis ist der 2. beste Spieler der Welt, Lillard meiner Meinung nach der 11. beste. Jokic ist auf Platz 1 und nimmt sich aber nicht viel mit dem Greek Freak, Murray rankt irgendwo zwischen 21 und 25 bei mir. Geht man danach, dann kommt das neue Duo der Bucks vor dem der Nuggets. Allerdings wissen wir, wozu das Zweiergespann der Nuggets fähig ist, wir haben es vor ein paar Monaten erst erlebt. Dort waren sie nämlich das beste Duo der NBA, unaufhaltsam jeder für sich und noch tödlicher in ihrem Two-Man-Game. Murray und Jokic Pick-and-Rolls und Handoff sind unguardable, frag mal bei jedem Team der NBA nach, die bestätigen euch das. Du kannst die beiden nicht verteidigen, es gibt keine defensive Coverage, mit der du sie stoppen kannst, nicht Drop, nicht Hedge, Trap, Ice, Switch oder sonst irgendwas, sie werden dich zerstören. Und ich habe das als Lakers-Fan erlebt, versuchst du mit aller Kraft einen der beiden aus dem Spiel zu nehmen, dann übernimmt der andere eben. Hielten die Lakers Jokic bei 5 Punkten in einer Halbzeit, dann machte Murray halt 25 und stellte man dann nach der Pause um und konzentrierte sich auf den Guard, dann gelang das zwar, aber dann dominierte eben der Joker. Man kann immer einen der beiden die Offensive laufen lassen, beide sind individuell und alleine fantastisch, aber zu zweit ist es dann halt eben unfair. Der große Unterschied zu Giannis und Dame ist, dass wir es in der Praxis bereits gesehen haben. Und trotzdem habe ich mich hauchdünn für das neue Duo der Bucks auf Platz 1 entschieden, weil es zugegebenermaßen zwar Theorie ist, aber nicht mehr lange und ich habe 0,0% Zweifel, dass die beiden nicht das beste Two-Man-Game der NBA sein werden. Das hatte ich auch direkt nach dem Trade in einer extra Analyse runtergebrochen. Giannis ist der beste Driver und Rim-Attacker der NBA, der beste und dominanteste Rollman und Lillard ist der 2. beste Shooter der Welt und ein Top 5 Pick-and-Roll Ballhandler im Game. Die Gravity der beiden, wie sie voneinander profitieren werden, Milwaukees Offense wird Punkte am Fließband produzieren. Die beiden sind ein absolutes Match made in Heaven und wie gesagt, Jokic und Giannis nehmen sich nicht viel in meinen Augen, aber Lillard und Murray sind dann doch noch einmal ein relativ großer Unterschied, wenn ihr mich fragt. Ich werde und würde hier aber absolut niemandem widersprechen, der das Nuggets-Duo vor jenem der Bucks hat. Also, Giannis und Dame auf 1, dann der Joker und Murray, dann KD und Book vor Braun und AD und abschließend noch Butler und Adebayo. Zum Abschluss noch wie immer der Hinweis, wir haben noch Plätze für unsere Community-Reise nach Miami frei. Wenn also noch jemand von euch Lust hat, vom 21. bis 27. März 2024 mit 11 anderen Basketball- und NBA-Begeisterten in sonnige Florida zu fliegen, der kann sich gerne noch einen Platz reservieren. Bis zum 10.10. gibt's übrigens auch noch einen Frühbucherrabatt von 100 Euro. Wir gehen zu 3 NBA-Games, Miami gegen Golden State, Cleveland und New Orleans, halten gleichzeitig auch die Augen offen, ob Lionel Messi mit Inter Miami in dieser Zeit ein Heimspiel haben wird. Unser Hotel ist 2 Minuten vom Strand weg, es wird täglich geführte freiwillige Touren geben, wir kümmern uns um die Organisation, das wird eine richtig geile Woche. Den Link zur Webseite mit allen Infos und der Anmeldung findet ihr unten in der Videobeschreibung und dem angepinnten Kommentar. Danke fürs Anschauen, bis zum nächsten Mal und macht's gut.